Eine Stunde vor Eröffnung der Boot 2014 sollten wir vor Ort sein bei Arcadia Yachts, denn danach wird großer Andrang erwartet. Die wohl ungewöhnlichste Yacht dieses Jahres steht in Halle 6, standesgemäß im Luxusbereich also. Und gleich beim ersten Blick wird deutlich, die Arcadia 85 unterscheidet sich von den anderen Yachten hier. Die Form ist anders, das Raumgefühl auch. Ein so großes und luftiges Achterdeck haben andere Yachten höchstens auf einer sogenannten Flybridge. Die nächste Besonderheit des Glaspalastes: viele Solarzellen liefern Energie für Licht, Wasserkreislauf und andere Kleinigkeiten. So wird das Ankern ohne Generatorstrom möglich. Den ganzen Tag in der Bucht zu liegen, nur mit der Spannung aus den Solarzellen, ohne Generator, ohne Vibrationen, ohne Abgase, das ist schon ein guter Punkt. Luxus unter Segel ist ein wachsender Bereich. Der Katamaran Lagoon 52 war zu breit für den Schiffshebekran. Spezialgerät musste her, damit das Raumwunder in die Halle kommt. Außen und innen überrascht das Doppelrumpf-Schmuckstück vor allem mit viel Platz für Komfort. Und auch das Konzept selbst ist komfortabel, denn Doppelrumpfsegler liegen auch bei unangenehmem Wellengang ruhig auf dem Wasser. Mit ein Hauptgrund, warum sich heute fast 30% der Neukäufer für einen schnellen Katamaran entscheiden. Diese Boote werden zu gut 30% von Erstkäufern gekauft. Sogar bei so großen Booten hier ist das so. Dann engagieren die Eigner einen Skipper für den ersten Monat und schon dann fühlen sie sich sicher genug, allein zu segeln. Das ist auch ein Erfolg der Katamarane. You feel very relaxed on board, so that's one of the success of catamaran also. Luxus gibt's aber auch auf kleinem Raum. Bei Frauscher gibt's fürs Kühle nass, was Sportwagenfans auf der Straße lieben. Das neueste Boot, die 858 Phantom, bietet jede Menge Emotion. V8-Sound aus 8,2 Litern Hubraum und jede Menge Speed mit bis zu 50 Knoten, nicht nur auf stillen Wassern. Wir bauen Boote fürs Meer. Wir haben eine eigene Firma in Mallorca zum Beispiel, in einem tollen Hafen in Port Adriano, wo sie auch die Boote testen können. Und unser Kunde fährt die Phantom in Sardinien, in Miami, genauso wie am Gardasee natürlich oder am Genfersee. Die Arcadia 85 ist übrigens zwar absolut luxuriös, dabei aber eigentlich etwas für Sparfüchse. Denn der Rumpf und der Antrieb erlauben zweierlei. Bei 8 Knoten einen für diese Klasse Top-Verbrauch von lediglich 30 bis 40 Litern Diesel pro Stunde. Oder satte 18 Knoten über Grund, wenn gewünscht. Dann bleibt es allerdings nicht bei 40 Litern.